brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, beim zweiten Teil von dem Grand Prix, den wir fahren. Beim ersten Video haben wir ja das erste Rennen gemacht. Ich habe die weiteren, das zweite und das dritte Rennen auch nochmal erfolgreich gemacht. Und jetzt gehen wir zum letzten Rennen. So, und los geht's. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen durch die Quali. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut euch auf jeden Fall, ist das Video auf jeden Fall sehr hilfreich. Wie gesagt, Position 1, 2 und 3, also Top 5, ist auf jeden Fall Ziel in dem Grand Prix und sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Da ist er. Immer auf Softreifen drauf, wie schon davor im Video erzählt. Letzter Circuit Spanien. So. Qualifying sollte auch in der Top 5 sein. Ja. Genau, 2 und 5. Wunderschön. So, wir gehen beide auf Softs raus. Keine Boosts nehmen wir nicht. Die können wir dann am Samstag eventuell benutzen. So, beide kriegen erstmal ein bisschen Push. Verstappen muss weg. Genau. Der muss direkt weg. Der fährt nämlich nur 2 Runden. Gehen wir mal auf Alonso drauf, mal gucken, was der macht. Ist er noch am Kämpfen, muss aber jetzt runter vom Gas. Genau hier. Und versuchen zu blocken. Nein. Wird er nicht. Alles gut, lassen wir trotzdem so. Yep, ist auf. Okay. So, Verstappen kommt jetzt nächste Runde rein. Auto brauchen wir nicht zu reparieren. Das machen wir dann im letzten. Es wird auf jeden Fall eine Zwei-Box-Strategie auch mit beiden Fahrzeugen. Müssen wir ja auch machen. Wie schon gesagt, immer mit Softreifen raus. So, Verstappen kommt jetzt rein. Alonso, tun wir ein bisschen pushen. Sieht gut aus, 4,3 Sekunden. Perfekt eigentlich. So. Versuchen wir zu überholen. Ja. Und Alonso wird jetzt auch reinkommen in der Runde. Das Auto werden wir auch nicht reparieren. So. Ein bisschen beschleunigen hier. Immer so ein bisschen rumspielen hier mit den Pfeilen, die wir an den Seiten haben. Wie ihr auch schon in den vorigen Videos seht, dass ich da eigentlich immer permanent am Rumspielen bin. Also immer Gas geben, dann wieder runter auf Verteidigen und einfach auch den Gegner manchmal blocken, wenn es auch sein muss, für ein paar Runden, damit dann einfach der zweite Fahrer, den ihr habt, ihn dann auch dann am Ende des Rennens auch dann überholen kann. So, Alonso kommt als Sechster raus, perfekt. Beschleunigen ein bisschen. Auch mit Max. Das war jetzt doof von mir, aber alles gut. Muss mal runter auch. Ja, ihr seht, da vor der Boxeneingasse werden wir da so ein bisschen behindert von den anderen Spielern, aber was soll man machen? Kommen wir halt nicht richtig rein. So, Verstappen geht jetzt auch nochmal in die Box, repariert das Auto auch. Perfekt. So, der muss jetzt an der Zielgeraden. Immer noch mit Alonso Gas und danach runter vom Gas. Das ist perfekt. So, und was geht's? So, Hamilton auf Medium, ne, der fährt auch durch. Das auf jeden Fall. Also müssen wir dann mit Max auf jeden Fall auch ein bisschen Druck machen. Gucken wir mal.
Wir sind jetzt bei der 7. Runde, wie ihr auch seht. Und wir haben nur noch für 2,5 Runden, noch nicht mal für 2,5 Runden Sprit. Auf Vollgas. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Alonso kann auch auf jeden Fall durchboosten bis ans Ende. Gucken wir mal. Da müssen wir jetzt gucken. So. Perfekt, da haben wir ihn. Können wir jetzt eigentlich schon wieder auf Blocken gehen. Mit Max Verstappen. Und bei Alonso müssen wir jetzt auch. Ich hoffe, dass er ihn jetzt auf der Geraden erwischt. Jetzt einfach nur ein bisschen gegenhalten. Immer wenn ihr seht, dass er zu nah kommt, ein bisschen auf den Pin drücken. So wie jetzt. Und wieder weg. Ja, Alonso, das wird nichts hier. Mit wieder ein bisschen Gas geben. Das würde jetzt der letzte Angriff sein hier für Alonso. Das hat er auch nicht geschafft. So, das 1 und 4. So, das ist jetzt so gesehen das letzte Rennen von dem Grand Prix. Qualifiziert sind wir. Aber wir müssen es auf jeden Fall noch besser machen. Also ich fahre ja Serie 6 Grand Prix. Lasst mich Bescheid wissen, was ihr für einen Grand Prix ihr da fahrt. Und schreibt mal unten in die Kommentare, welche Taktiken ihr anwendet. Also was für ein Setup. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Und zwar morgen. Bis später. Ciao.